Summer Feeling heißt die auch. Ergibt Sinn. La 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 la. Ich und dieses Schaf sind hier ganz allein. Ich hatte wenig Schlaf und trotzdem nicht auf. Es hat sich nicht ganz gereimt. La 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 da 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 da. Hui! Hab mich übrigens nicht, was ich die ganze Zeit hier mache, ne? Ich soll ja eigentlich, ich bin in der Hoffnung, irgendwas zu entdecken. Ein Dorf, ein Tempel, irgendwas Cooles. Ich habe gerade voll Bock auf sowas. Und wenn es so ein kleiner Erfolg ist und man dafür 3 Stunden durch die Gegend rennt, aber ich habe gerade voll Hoffnung, irgendwas zu entdecken. Und einfach nur die schöne Welt zu genießen hier. Zudem habe ich keine Ahnung, wo ich bin. Also ich würde mich sowieso auf dem Kopf verlaufen, jetzt wenn ich jetzt zurück versuchen würde zu laufen. Das, ja. Das ist wohl ein Fakt. Also wenn wir jetzt versuchen würden zurückzulaufen, ich würde nie wieder zurückfinden. Ich weiß nicht, wo ich bin. Absolut gar nicht. Da müssen wir entweder ein Dorf finden, wo Redstone zu finden ist, oder eine Mine oder eine Pyramide oder irgendwas, wo ich Redstone finde. Gibt ja einige Varianten. Ich würde mich eher für eine oberflächliche Redstone-Sammlung entscheiden, aber bin mir nicht sicher, ob wir da was finden werden. Hab nämlich das Gefühl, dass die Dörfer auch runtergesetzt wurden in den neuen Biomen. Finde ich. Ja, weiß nicht. Ich würde eher sagen, dass die Rohstoffe, die man in Dörfern findet, vielleicht runtergesetzt werden sollten. Also es sollten vielleicht keine Diamanten oder sowas sein. Aber Dörfer sollte man schon öfter finden. Und dann vielleicht mehrere Kisten, die versteckt sind immer so an verschiedenen Orten. So random, dass in einem Dorf Kisten spawnen, so 3 Stück immer. Und da findet man dann vielleicht mal 30 Holz oder so. Halt was man zum Bauen benutzen kann. Oder mal 6 Steine, sowas wäre cool. Ist da rein? Okay, cool. Stacks deine brauche ich. Warum nicht? Nehme ich mit. Nicht sowas wie Diamanten oder so. Ich meine, es ist ein Dorf. Da sind keine Diamanten vorhanden. Das ist einfach nur... Da könnte man vielleicht Unterschiede machen, dass man vielleicht sagt, okay, wir bauen auch Städte hin, also so ein bisschen größere Dörfer. Und dann sagt, okay, das ist eine Stadt hier und hier findet man dann zum Beispiel gebrannten Stein oder sowas. Einfach so, so Baudinger. Nicht Diamanten, vielleicht ab und zu mal ganz selten einen, so mit einer Spawn-Chance von 1% oder so. Einen Diamanten, aber ansonsten ist es übertrieben, was man manchmal in Dörfern findet. Oder 36 Gold oder was weiß ich, was man manchmal in Dörfern... Ja gut, 36 Gold ist ein bisschen übertrieben. Ganz kleines bisschen, aber... Wieder riesenhohe Berge. Steinklippen. Minecraft an sich wird schon immer schöner, muss man sagen. Und es nimmt auch immer mehr zu, was die Biome und so angeht. Logischerweise findet man da natürlich auch seltener die Biome, die man sucht. Aber es ist ja vollkommen okay. Und ich finde auch die Spawn-Wahrscheinlichkeit dieser beiden Biome, die ich suche, cool. Also dass sie wirklich so selten wie Pilzbiome sind. Weil, dann muss man sich wirklich überlegen, wenn man einmal da ist, den Ort sich aufschreiben und so einen Spaß. Pilzbiome haben wir gefunden, haben wir auch mitgenommen gleich Müsli.
Braucht man nicht nochmal hingehen, ist ja okay. Ist zwar cool, wenn man wissen, wo er ist. Ich weiß auch noch, wo er ist, das werde ich schon nicht vergessen. Aber ansonsten. Ja, da muss man halt gucken, dass man sich. Wenn man einmal in den Wüstenbiom ist, auch wirklich Tonnen von diesem Sand mitnimmt. Also wirklich so ganzes Inventar am besten voll. Und wenn man im Eisbiom ist, dasselbe mit dem Eis. Damit man einfach sagen kann, okay, ich muss da nicht nochmal hin. Weil es vielleicht 3000 Meter entfernt ist. Jetzt wird wieder Nacht. Ich würde am liebsten schlafen gehen. Ich hätte die Schafe vielleicht vorhin scheren sollen. Hier guckt mich die Sonne durch den Berg an. Auch nicht. Schafe. Ich bin so blöd, ich hatte eine. So, da mehrere, ich hab's ja noch gehört. Wo sind sie denn? Ach, da ist noch eins. Okay, das übliche Prinzip wieder. Wow. Und eins. Okay, gute Nacht. Oh, die Mucke ist auch cool. Und da ist wieder ein Eisbiom. Doch das kennen wir schon. Und nun. Ich kann es so... Ich würde gerade sagen, ich kann zu sowas nicht singen, aber ich kann ja allgemein nicht singen. Von daher... Alter, ist das wundergeile Mucke, ey. Wie heißt denn das Lied? Warte mal. Retrospection Full. Retrospection Full. Na gut. La. Du, du, du. Yeah. Ich muss jetzt ganz ruhig sein. In Flugmodus gehen und hier drüber fliegen und bei der Mucke. Das würde richtig geil kommen. Aber das kann ich ständig machen, dann heißt es am Ende noch, hey, du cheatest. Was? Aber ich könnte mal.
Das war doch schön. Jo. Na gut, dann schauen wir mal, was weiter so geht. Ich bin auch ein großer Freund von so japanischer Musik. Ich weiß nicht, es gibt... Ich finde das voll geil. Den Rhythmus, den die da reinlegen in die Musik, gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das japanische Musik ist, aber es kommt dem Rhythmus auf jeden Fall sehr nah, den ich mag. Was mögt ihr denn so für Musik? Was ist denn so euer Musikgeschmack so? Oder was? Besser, ne, gut, was heißt, was mögt ihr für Musik? Da kommt jetzt gleich so, oh ja, ich mag Rap und ich mag Hip-Hop und ich mag Pop und ich mag Indie. Sag mal, was für eine Musikrichtung hat euch mal so richtig, wo ihr sagt, wow, das ist geil. Was ihr vielleicht so speziell nie hören würdet, auch nicht in größerer Maßen, zum Beispiel wie bei mir jetzt das Japanisch-Chinesische. Wo sagt ihr, wow, das fand ich echt mega geil. Die Art und Weise, wie die Musik gemacht wurde und so. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Vielleicht finde ich ja eine neue Musikrichtung, die ich mal, wo ich mal reinschauen kann. Das wäre natürlich sehr, 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 sehr nice. Nice! Ich mag Speck! Was? Was? Oh, was haben wir denn da? Hui, Planschen! Ja, weil ich keinen Bock, aber ich muss. Das ist natürlich gut. Da kommt gleich der nächste. Hab ein bisschen Schiss, dass ich jetzt verkacke hier unten. Ich glaube nicht mehr, dass es hier runter geht. Sinnvoll. Das sieht nicht so aus, wenn es da ordentlich runter geht. Ja. Okay, jetzt wollen wir ganz schnell mal hier so ein bisschen Fackel machen. Hui. Oh mein Gott.
Okay. Bist du verzaubert? Nee, wollte gerade sagen. So, wir wollen uns da mal einen Weg rein. Klack. Stirb doch bitte einfach. Okay. Nehme ich natürlich selbstverständlich die Dinger mit, die sind jetzt nicht besser. So. Schauen wir gleich mal, was in den Kisten drin ist. La 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 la. Ich liebe Spawner. So. Weil ich sehe übel für den Stein gerade drin. Normal ist es nicht so viel drin. Oh nein. So. Was mehr als 64? Hui. Na dann. Ein Namensschild. Eisen. Reicht's aber. Und eine Diskette kommt natürlich jetzt die Blume hier rein. Das kann da auch rein und das kann da rein und das kann da rein und läuft jetzt einmal sinnlos hier durch. Jetzt haben wir das Mist auf. Das kann da rein. Jetzt habe ich die sogar doppelt, okay. Tropenbaumsetzling. Das nehme ich mit. Dreifach ist das sogar, lol. Nehme ich trotzdem dreimal mit, ist mir egal. Denn Schallplatten sind cool. Was habe ich jetzt aufgehoben, was ich aufsammle? Keine Ahnung. Aber es war nicht das, was ich haben wollte, und zwar Redstone. Ach ja. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde. Das war's erstmal für jetzt. Ich muss erstmal kurz auf eine Pause machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und, Alter, dreimal dieser Scheibe, Leute. Okay, tschüss.